Ich bin der Kecht Richard. Ich arbeite bei den Bayerischen Staatsforsten am Forstlichen Bildungszentrum in der Labau. Und ich zeige euch heute, wie man einen Brunndruck macht. Also ein Brunnen, da steht jetzt so ein halbfertiger vor mir. Das ist praktisch ein Gefäß, wo man Wasser rein tun kann. Und das ist gern bei uns vor Bauernhäusern oder bei Almer, vor Almhütten. Da können Viecher raussaufen oder man kann Getränke drin kühlen. Und wenn man einmal gesehen hat, wie sowas funktioniert, dass man sowas baut, ist es auch gar nicht so schwer. Man sollte natürlich schon zum einen mit der Motorsäge einigermaßen umgehen können und zum anderen braucht man einen Haufen Werkzeug. Da habe ich jetzt hinter mir das ganze Werkzeug aufgereiht. Also man muss ein bisschen angerichtet sein, aber dann ist das durchaus machbar, wenn man mal weiß, wie es geht. Und damit das Ganze auch ein bisschen zügiger vonstatten geht, habe ich da schon drei Fertigungsstufen da. Ich habe schon einen fertigen da, dann habe ich einen, der hat schon die Form vor dem Trog. Und ich habe nur einen Rohling. Wenn ich mir so einen Brunnen machen möchte, dann muss ich mir als erstes überlegen, was nehme ich für eine Baumart her. Bei uns in der Region nimmt man gern Tanne, weil Tanne hat einen Nasskern. Und solange man Tanne nass hält, hält der Brunnen auch lang. Also eine nasse Tanne fault langsam. So ein Brunnen kann durchaus 20 oder auch vielleicht sogar 30 Jahre alt werden. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass er dicht ist. Das heißt, wenn ich mir den jetzt da an der Stirnseite anschaue, dann sollte er da keine größeren Risse haben, weil sonst läuft das Wasser aus. Das ist natürlich schlecht. Und damit nicht nachträglich nur Risse entstehen, sind da stirnseitig so Eisenringe drin. Der Ring, der ist innen angeschliffen und außen nicht. Das heißt, der quetscht das Holz nach innen zusammen und hat nach außen keine Sprengwirkung und verhindert somit das Aufreißen von dem Baum. Und jetzt gehen wir schon langsam ins Arbeiten. Jetzt muss ich mir als erstes einmal markieren, wie schneide ich oben die Platten runter, damit einmal von der Form her schon so ähnlich wird wie ein Trog. Für das brauche ich als erstes einmal einen Wasserwag und eine Schlagschnur. Jetzt mache ich mir als erstes mit der Wasserwag einen Riss, wo ich die Platten dann oberschneiden möchte. Und das macht man ein bisschen nach Gefühl. Also da schaue ich halt, dass von der Form von Stamm her das einigermaßen stimmig ist, wie dick sollte die Scheibe sein. Und der Riss sollte natürlich genau im Wasser sein. Weil später das Wasser akzeptiert da keine Fehler. Das sollte schon sauber gerade sein. Und den gleichen mache ich auf der gegenüberliegenden Seite auch. Als nächstes verbinde ich jetzt die Risse mit einer Schlagschnur, weil dann haben wir im Anschluss schon mal eine Markierung rundum für eine saubere, ebene Fläche. Das Ganze mache ich auf der zweiten Seite genauso. Einfach wieder da reinhängen. Gut, jetzt ist er auf alle vier Seiten sauber aufgerissen. Und als nächstes kann ich die Platten überschneiden. Dazu brauche ich einen Motorsag. Jetzt brauche ich einen Motorsag, wo das Schwert mindestens so lang ist wie der Stamm dick, dass ich auf einmal durchklang. Und die Linie da ist meine unterste Begrenzung. Ich darf auf gar keinen Fall tiefer schneiden, wie der Strich ist, weil sonst muss ich nachher mit der Hobbymaschine den ganzen Brunndruck wieder ein wenig niedriger machen, dass er gerade wird. Und die große Schwierigkeit bei dem Schneiden ist zum einen, dass ich da nicht drunter komme und zum anderen, dass ich einigermaßen glatt die Oberfläche zusammenbringe. Und da ist das Umeinanderfuchteln mit der Motorsäge schlecht, weil bei jeder Bewegung hin und herum fange ich im Endeffekt einen neuen Schnitt an und bringe immer irgendwelche Kanten zusammen. Und deswegen mache ich für mich so, dass ich entweder mit dem Motorblock nach hinten schneide oder dann fixiere ich das Ganze mit dem Krallenanschlag, die Schwertspitzen nach vorn bewege und dann lasse ich die Spitzen praktisch stehen und komme wieder mit dem Motorblock nach. Und so mache ich mit wenig Bewegungen eine einigermaßen saubere Oberfläche, soweit das mit der Motorsäge halt möglich ist. Yeah.
So, gut ist es gegangen. So, jetzt markieren wir uns das Ganze, wie wir den Druck aushöhlen. Das heißt, ich mache mir vier Linien, damit ich sehe, wie der Druck dann nachher ausschauen soll. Und das macht man wieder ein bisschen wie vorher bei der Platten, auch nach Gefühl. Also, da habe ich kein festes Maß im Kopf, sondern ich mache es so, dass es gleich schaut. Ich persönlich mache das da seitlich, die Fläche, die man lässt, aber ungefähr so tief, wie das Brot ist. Also, die ist jetzt 45 gebrot. Da mache ich es auch 45 tief, das gefällt mir ganz gut. Und der Rand selber, der wird ziemlich schmal. Grundsätzlich ist es so, umso schmaler der Rand wird vor dem Brunnen, umso leichter wird er vom Wasser durchtränkt und dann fällt er nicht so schnell. Allerdings ist natürlich beim ganz dünnen Rand die Gefahr auch größer, dass irgendwo ein Ast rausfällt oder dass ich mit dem Motor, sag mal, rausschneide. Deswegen ist das so also eine Gratwanderung, da sucht man den gesunden Mittelweg. Und dann verbinde ich das mit der Linie dazwischen. Und dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Ne? Genau, und dann machen wir die Seitenlinie. Die mache ich allerdings mit was langem Geraden. Da holen wir jetzt gerade von so einer Kreissäge so drum herkriegt. Geht natürlich auch mit einem geraden Bredel. Das ist eh klar. Und das ist jetzt eine reine Gefühlssache. Also das rutsche ich mir jetzt so hin, wie ich mein, dass der Brunnen ganz nett ausschaut. Und dann mache ich mir da gleich eine Linie. Gut, das gleiche mache ich auf der zweiten Seite natürlich genauso. Wunderbar, jetzt ist das Ganze ja so aufgezeichnet, wie wir es ausschneiden. Und jetzt brauche ich erst einmal zum Weitermachen einen Motorsack. Jetzt hat der Wert mit der Motorsäge der Druck rausgeschnitten. Und die große Kunst bei dem Ganzen ist eigentlich das, dass ich immer gleich tief schneide. Und für das haben wir da selber so einen tiefen Anschlag gebastelt mit so Spielzeug-Bullo-Gradeln. Durch das kann ich nicht tiefer schneiden wie bis zu den Rädern hin. Und ich habe da gleichmäßig tiefe Schnitte drin. Ich schneide jetzt einfach einen Rand entlang, einmal rundum. Und dann schneide ich dazwischen längs und quer mehrmals ein, dass ich so Würfel kriege. Und die Würfel, die schlage ich im Anschluss mit der Hock raus. Gut, jetzt kann man recht schön erkennen, es ist jetzt so eine Art Muster, es sind lauter einzelne Würfel. Umso kleiner die einzelnen Würfel sind, umso leichter kann man es jetzt dann rausschlagen. Das ist halt wieder so eine Gratwanderung. Kleinere Würfel heißt mehrer schneiden ist auch ein Aufwand, also der gesunde Mittelweg ist gefragt. Und die schlage ich jetzt einfach einmal mit der Hock raus. Das Schlimmste ist immer der Erste. Wenn der Erste mal heraus ist, dann geht es besser.
Gut, und jetzt kann man schon mal erahnen, was das werden soll. Jetzt schaut er schon aus wie ein Trog. Allerdings haben wir da jetzt ein paar dabei, die sitzen ein bisschen fester. Und bei denen muss man ein wenig vorsichtig sein, weil die sind oft mit dem Ast verbunden. Und wenn ich jetzt die einfach mit Gewalt rauswerkelt, dann kann es sein, dass ich den Ast rausziehe und dann habe ich ein Loch drin. Quasi ein Leck. Und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen bin ich da jetzt nicht ganz grob. Ich probiere es jetzt noch mal vorsichtig. Und der geht auch nicht. Das heißt, das ist jetzt soweit vorbei. Jetzt brauche ich ein anderes Werkzeug. Und da habe ich jetzt zwei Varianten. Das eine, das ist althergebracht, ein sogenannter Deckel. Mit dem kann ich in die Tiefe hocken. Also der hat die Schneide nicht wie ein Hock seitlich, sondern nach unten. Und da kann ich jetzt einfach einmal da was weghocken. Also das Gerät, das ist alt bewährt. Ganz früher, als es noch keinen Motorsack gegeben hat, hat man mit dem den kompletten Brunnendruck rausgeguckt. Jetzt konnte ich mit dem auch weitermachen und das auch innen sauber rausputzen. Zum Schluss natürlich mit Hobi und so. Aber da haben wir was Modernes. Das ist jetzt eine Fräse, die macht im Endeffekt das gleiche wie der Deckel, bloß dass es leichter geht, weil es werkelt der Motor umeinander und es geht natürlich auch schneller und ich bringe eine schönere Oberfläche zusammen. Da sieht man jetzt schon ganz gut, das geht deutlich flotter. Und wie sauber das Ergebnis werden kann, das zeige ich euch jetzt auch gleich bei dem anderen Druck. Da haben wir nämlich schon weiter, da kann ich jetzt unten die Fläche ein bisschen bearbeiten. Gut, da habe ich jetzt den, der ist schon weiter bearbeitet. Das heißt, da ist jetzt das schon einigermaßen rausgefräst, aber es ist innen noch ziemlich grob. Und da zeige ich euch jetzt, wie sauber man das mit der Fräse innen machen kann. Auf so einen kurzen Abschnitt mache ich jetzt innen einfach einmal fertig. So, in dem Bereich, da sieht man jetzt, wie schön das mit der Fräse wird. Also für mich ist das ausreichend, ich brauche es nicht schöner. Es gibt natürlich auch die tun noch mit dem Hobi nach oder so, das ist ganz genau meinend. Aber wenn man das schirünenförmig macht, nach innen hin tiefer, dann läuft das Wasser einigermaßen weg, wie man einen Stopsel lassen tut. Und wenn man den Stopsel reinbastelt, das zeige ich euch jetzt gleich. Da gibt es jetzt wieder verschiedene Methoden. Da habe ich relativ einfache, ich habe da so alte Bohrer noch da. Und mit den alten Bohrer mache ich jetzt erst ein rundes Loch. Dann mache ich mit dem Gressern das Loch ein bisschen konisch und im Anschluss bastelt immer mit dem Rohrmesser da einen Stopsel rein. Der muss allerdings wasserdicht werden. Das geht auch auf andere Art und Weise, aber das ist die einfachste. So Bohrer sind ja noch mehrere im Umlauf und mit denen bohre ich jetzt einfach einmal da, wo ich meine, wo der Ablauf hinkommen soll. Die muss man natürlich vorher Gedanken gemacht haben, wo steht der Brunnen, ist eventuell ein Gulli da und dann ist im Idealfall das Loch auch über den Gulli, weil sonst macht es wenig Sinn. Und ich bohre jetzt da einfach einmal rein. Gut. So, das erste Loch ist drin. Jetzt kommt der größere Bohrer zum Einsatz. Gut. Jetzt schaut's her. Der Bohrer, der ist jetzt speziell für das zuständig. Umso tiefer, dass ich reingehe, umso breiter wird das Loch oben. Das heißt, ich kann ein bisschen mit dem Bohrer das Ganze passend machen. Brunnen, Stopsel und Loch. Und umso tiefer, dass ich reinbohre, umso größer wird das Loch. Aber für den gelangt es jetzt leicht. Und jetzt habe ich mir da schon so einen Rolling hergerichtet. Das ist jetzt einfach bloß ein Stang.
Der hat schon in etwa die Form, aber der passt noch nicht genau, weil der soll jetzt ja wasserdicht sein. Das heißt, der muss jetzt da noch genau eingepasst werden. Und wie das ausschaut, das zeige ich euch anhand von dem fertigen Brunnen, den wir schon da haben. So, da haben wir jetzt das Ganze schon komplett fertig. Da ist der Stopsel drin. Der Stopsel ist wasserdicht. Das sieht man auch da dran, dass Wasser drin steht. Der Brunnen ist schon gekowit und putzt und alles wunderbar. Und was jetzt noch wichtig ist beim Stopsel, das sind zwei Sachen. Das eine habe ich schon gesagt, dicht muss er sein. Und das andere, das ist, ich lasse den Überlauf gleich direkt durch den Stopsel durchlaufen. Weil im Idealfall habe ich unterhalb ja einen Schacht, wo das Wasser weglaufen kann. Und jetzt, wenn ich dauerhaft ein Wasser habe, das läuft, dann läuft das bei dem Stopsel da wieder raus und verschwindet im Schacht. Dazu muss er natürlich ein bisschen niedriger sein wie der restliche Brunnen. Dann funktioniert das optimal, weil ich muss ihn auch manchmal raus tun, zum Putzen vom Brunnen. Dann läuft das auch wieder in den Schacht rein und es passt. Jetzt tue ich nochmal raus. So, jetzt läuft das Wasser da unten raus. Und dann kann man den Brunnen auch mit einer Bürste oder was schön sauber machen. Dann ist der ganze Dreck draußen, alles wunderbar. Dann tue ich einen Stopsel wieder rein und klopfe ein bisschen drauf, dass er möglichst wieder dicht wird. Und jetzt ist der Brunnen soweit fertig. Das Einzige, was jetzt noch abgeht, das ist bei dem aber schon erledigt, das ist das Saubermachen. Jetzt kann man halt die Oberfläche noch hobeln, man kann innen hobeln, man kann mit Stemmeisen nur die Kanten verzieren, man kann außen mit dem Rohrmesser nur das ganze weiß putzen. Das macht man dann auch jeder so, wie es einem taugt, je nach Geschmack halt. Vor allem innen, da drinnen sind die Geschmäcker. Der eine, der sagt, innen sieht man es eh nicht und der andere macht es ganz genau. Aber das Wichtigste bei dem Brunnen ist das, dass er möglichst viel Wasser ist. Und dann hat man halt, wie man es selber gebaut hat, zumindest 10, vielleicht sogar 20 oder 30 Jahre was, wo man sich drauf freuen kann.